Rot, rot, rot ist die Farbe der Fülle für den Geldbeutel. Ich habe jetzt extra mal dieses Oberteil hier angezogen für euch, weil ich möchte gerne euch natürlich immer wieder das Leben leichter machen. Die Zeitqualität für den Januar ist nicht so einfach. Und um das Ganze so ein bisschen besser zu strukturieren, und auch um jetzt die Fülle in das Leben zu ziehen, habe ich den Hintergrund gewählt, die Fülle des Universums, die Unbegrenztheit, aller Möglichkeiten, die ja immer da ist. Und dann die Farbe Rot, damit ihr in die Heilung vom Mangeldenken hineinkommt. Die Zeitqualität für Januar, da braucht man jetzt gar kein Hellseher zu sein. Sagt ja jetzt schon oder zeigt uns ja jetzt schon, dass es sehr schwierig wird mit der Wirtschaft. Es ist ganz klar. Die ganzen Einschränkungen, die durch die Krise hervorgehoben werden oder auferlegt werden, die haben natürlich wirtschaftliche Auswirkungen, ist ganz klar. Dem kann man sich entziehen. Dem kann man sich entziehen, indem man sich neu orientiert, indem man sein Leben überdenkt, weil es ist ja die Zeit des Umbruchs. Das heißt, wir sollten sowieso auf jeden Fall überlegen, was ist denn jetzt wichtig für mich, welchen Weg möchte ich gehen? Und wenn da noch die existenziellen Ängste dazukommen, wo du denkst, oh Gott, ich verliere meine Arbeit vielleicht oder mein Geschäft, ich muss immer zu haben und ne, es kommen keine Kunden und es wird alles knapp. Wenn man diese Mangelgedanken hat, kommt man natürlich nicht voran, sondern, und das ist ganz wichtig, ist man auch noch in den Fängen der negativen Seite. Jeder Gedanke des Mangels, jede kleine Angst, jeder allerkleinste Zweifel bringt euch sofort in die Fänge der Gegenseite und ihr unterstützt mit jedem Zweifel, mit jeder Angst die Gegenseite. Das solltet ihr wirklich wissen. Und wir Menschen, wir sind ganz, ganz, ganz viele und wir haben so viel Kraft, wenn wir zusammenhalten. Deswegen ist es wichtig, sich zu orientieren auf das, was gut für alle ist und nicht in die Angst zu gehen. Das ist wirklich das A und O. Die Angst ist eine künstliche Art des Verstandes. Die ist nicht real. Die ist selbst gemacht oder von jemand gemacht. Und leider ist es in unserer Gesellschaft ja so, dass die negativen Dinge immer sehr beachtet werden und man sich da so sehr beeinflussen lässt. Und das ist genau das, was die Gegenseite möchte, uns Angst zu machen, damit sie mit uns alles machen kann, was sie will. Hat sie schon sehr viel erreicht. Später gibt es dann noch ein anderes Video von mir dazu. Aber jetzt möchte ich eben euch gerne mal diese existenziellen Ängste nehmen, so dass wir in den Januar mit einem tollen Gefühl hineingehen können, mit einfach dem Wissen, ich kann alles machen, was ich will. Wenn jetzt, schaut doch mal ein Beispiel mit den Schneeflocken. Eine Schneeflocke ist so mini, mini, mini. Ne? Ist ganz klein. Und davon gibt es so, so viele. Und aus einer Schneeflocke kann ein Schneesturm entstehen. Aber einer, der sich gewaschen hat. Und dafür sind ganz viele kleine Schneeflocken nötig. So, und wenn du das jetzt vergleichst mit den Menschen, wir sind jetzt nicht so klein, aber viele machen sich klein. Wenn jetzt ganz, ganz viele Menschen zusammen etwas möchten und dies dann mit der Vielzahl an Menschen auch durchsetzen, das ist so eine Kraft dahinter und die steckt in uns. Und da möchte ich dich heute stärken, denn wenn ich jetzt so in den Januar hineinschaue, sieht der nicht gut aus. Es ist immer noch die Angst da, es wird immer noch die Angst geschürt und dadurch auch unbewusst, auch wenn du jetzt sagst, ich habe keine Angst, dann erreicht sie dich jetzt vielleicht im Moment nicht, aber durch irgendein etwas anderes wird sie dich dann doch heimlich erreichen und nur mit einem wachen Bewusstsein wirst du das auch feststellen. Ach,
da ist doch tatsächlich schon ein Samenkorn da. Weg damit, weg damit. Also es ist wirklich sehr wichtig, dass wir wachsam sind, uns immer wieder kontrollieren und raus aus dieser kollektiven, negativen Macht gehen und uns tatsächlich positiv einstellen. Immer wieder neu, immer wieder neu. Das reicht nicht einmal eine Ausrichtung und es reicht auch nicht zu sagen, ich habe keine Angst. Das ist oberflächlich. Man sollte also da tatsächlich in die Tiefe gehen. Denn im Ausblick auf den Januar wird es noch eine sehr harte Zeit geben. Es ist alles nicht einfach durchzustehen und wir brauchen einfach unsere gegenseitige Unterstützung. Und die Hilfe der geistigen Welt, die ist ja da. Die können wir einfach annehmen und für uns verwenden. So, jetzt nochmal ein kleiner Tipp von mir. Kauf dir einen Geldbeutel, der diese Farbe hat. Kauf dir so einen Geldbeutel und nehme ihn ab sofort immer. Denn mit so einem Geldbeutel hast du die Energie der Fülle in der Farbe und ziehst also dann auch die Fülle an. Dazu kommt, dass du nicht negativ denken darfst. Also negativ denken ist immer Mangeldenken. Das sollte nicht sein, denn sonst machst du das Tolle, was von dem roten Geldbeutel ausgeht, diese tolle Strahlung, mit deinen negativen Angstgedanken, Mangelgedanken wieder klein. Ja, also es sollte dann auch noch dein Denken dazukommen. Aber das ist was Äußerliches, was man machen kann. Einfach seinen Geldbeutel in der Farbe Rot wählen und dann hast du eine energetische Ausrichtung, die auf jeden Fall mit der Fülle zusammen gut korrespondiert. Ich habe ein Channeling vorbereitet für euch, was wir jetzt auch gleich machen werden. Und was ich euch auch noch sagen wollte, es gibt ein wundervolles Webinar von mir, die Resonanzakademie. In diesem Webinar werden wir alles, was Angststrukturen in dir trägt, lösen. Wir werden deine Resonanzen für den Mangel einfach wegmachen, wegblasen, wollte ich gerade sagen. Und du wirst dich energetisch so ausrichten für das neue Jahr, wie es für dich gut ist. Also alles, was du möchtest, deine Wünsche werden energetisch so ausgerichtet, dass sie die leichter erfüllen als ohne diese Ausrichtung. Du wirst in der Lage sein, wirklich ein glückliches Leben zu leben. Du brauchst einfach ein paar Werkzeuge dazu und die bekommst du natürlich im Webinar. Und ich freue mich schon sehr darauf, das ist jetzt im Januar. Du kannst hier oben, habe ich es dir verlinkt, da schaust du einfach mal drauf, wenn dich das interessiert. Und ansonsten habe ich jetzt natürlich ein Channeling für dich vorbereitet von Saint-Germain. Er wird uns helfen, die Fülle in unser Leben einzubeziehen, uns mit der Fülle zu verbinden, sodass du rauskommst aus den negativen Denkstrukturen, welche im Januar so sehr uns beeinflussen möchten. Also diese negativen Denkstrukturen, die sind ja jetzt nicht nur für das Materielle, sondern das Existenzielle, für die Gefühle, für das Zusammenleben, für die Einschränkung der Freiheit. Also all diese Dinge sind sehr massiv, gerade jetzt in der Zeit. Und all das gehört zum Mangeldenken. Und das sollte unbedingt aufgelöst werden, so oft du es kannst, wirklich so oft du es kannst. Denn ich habe vorhin schon gesagt, es schleichen sich immer mal so kleine, unbewusste Energien ein, die dich dann dennoch beeinflussen. Woher das jetzt kommt, ist, kann ich dir auch erklären. Denn das Großteil des Kollektivs denkt negativ, ist gefangen in der negativen Seite. All die Menschen, die noch nicht spirituell erwacht sind, sind da drin gefangen. Die haben diese Angststrukturen. Und diese Strukturen sind im Kollektiv, in der kollektiven Aura, schwingen die so, schwirren die einfach so rum. Und deswegen erreicht dich auch manchmal so ein Gedanke oder so ein unbewusstes Gefühl, weil es in deiner Aura
weil es deine Aura berührt einfach. Und durch diese Berührung hast du dann dieses Gefühl und weißt gar nicht, wo es herkommt, weil du ja für dich selbst weißt, habe keine Angst, ich gehe meinen Weg im Licht und im Vertrauen. Dennoch hast du so ein komisches Gefühl. Das kommt einfach von diesen Energien, die sich an der Aura hier außen dran festsetzen. Und das kannst du natürlich, das werden wir jetzt auch wegmachen. Und deswegen ist es so komisch. Und also ein spiritueller Mensch, ein wacher Mensch, der sollte sich sowieso immer wieder energetisch reinigen. Es gibt dafür ein ganz tolles Video, was ich euch auch hier oben verlinke, für die energetische Reinigung. Und dann mache ich dir auch noch gleich ein anderes Video dazu, für die Ausrichtung deiner Chakren, dass diese beiden Dinge solltest du eigentlich jeden Tag als Morgenritual oder mal so zwischendrin, wie du eben Zeit hast, solltest du dies tun. Denn gerade in der jetzigen Zeit ist es äußerst schwer rein zu bleiben, gerade weil die Angst ja so geschürt wird oder weil die eben überall, gerade im Kollektiv, so stark ist. Deswegen ist Reinigung das A und O. Du putzt ja auch jeden Tag die Zähne, ne? Oder man duscht sich ja auch ständig. Und deswegen ist also die energetische Reinigung sehr wichtig. Und die Ausrichtung der Chakren sowieso, weil du dann in deiner Mitte bist. Und immer dann, wenn du in deiner Mitte bist und kraftvoll bist, triffst du die besseren Entscheidungen und lässt dich nicht klein machen, lässt dich nicht beeinflussen von den anderen. Kannst auch eher deinen Herzensweg gehen. Und das ist einfach wichtig, dass du auch tatsächlich auf deine Gefühle hörst. Und auch für allem, was gesagt wird, also auch alles, was ich sage, solltest du für dich überprüfen. Alles, was ich sage, ist meine Wahrheit, ist mein Gefühl, meine Erfahrung, was ich durch mein intensives Zusammenleben mit der geistigen Welt für mich als richtig befinde, das erzähle ich natürlich. Und du für dich solltest immer prüfen, ist es auch gut für mich, passt es? Und dann, wenn ja, dann kannst du es ja annehmen. Also solltest generell nicht nur bei mir, sondern überhaupt bei allen Medien, die du so frequentierst, solltest du für dich prüfen, passt das? Ich kann euch mal ein Beispiel erzählen, wie mir das ergangen ist. Ich war mal in Wuppertal, das ist schon ewig lange her, auf einem Engelfest oder so hieß das, glaube ich, damals, und hatte dort einen kleinen Stand, habe also ausgestellt. Und dann gab es eine Veranstaltung mit eben Channelings und ich habe gedacht, naja, kannst du ja mal gucken, was die da so machen. Dann bin ich da reingegangen und dann war da eine Frau, die gechannelt hat. Und als die begann, ist es mir eiskalt über den Rücken gelaufen. Es war so eigentlich unerträglich für mich, dass ich den Raum verlassen habe. Das ist so ein Beispiel. So ist es mir ergangen und ich habe dann gleich auch reagiert und dadurch bin ich raus aus diesem Energiefeld und mir ging es wunderbar danach. Alles gut für mich. Dass du für dich selbst prüfst, ist es passend für mich? Berührt mich da die Seele? Fühle ich die Liebe bei dem Channeling? Fühle ich die große Liebe und die Liebe Gottes, die geistige Welt? Das ist ganz wichtig. Und überall, wo du Liebe fühlst, wo du dich wohlfühlst, das ist gut. Sobald du nur irgendeinen kleinen Zweifel hast, dann passt es nicht für dich, dann musst du weitergehen. So lange, bis du das gefunden hast, was für dich passend ist. Das ist so ein kleiner Tipp von mir, der doch sehr wichtig ist für das allgemeine, ja, Wohlergehen. Und auch die Weiterentwicklung, denn du kannst dich nur weiterentwickeln, wenn du dich wohlfühlst. Also nicht einfach alles annehmen, was erzählt wird, sondern tatsächlich für dich hier im Herzen prüfen, ist das auch meine Wahrheit? Gehe ich damit konform? Gefällt mir das? Fühle ich mich wohl? Spüre ich die Liebe? Dann ist es in Ordnung. Ja, und jetzt rufe ich mal den Meister Saint-Germain für uns alle, um diese Strukturen des Mangels aufzulösen. Ja, ich wünsche dir eine wundervolle, heilende Meditation, eine Heilung aller,
aller negativen Strukturen und werde mich jetzt nochmal einsprühen, und zwar mit der Fülle, weil das Aura-Spray der Fülle, das löst auch gleichzeitig Mangelstrukturen und macht dich frei. Und das ist jetzt sehr passend. Es geht schon los. Ich rufe die Energie des Schutzes für uns alle. Ich rufe die Energie des Schutzes für meinen Channel-Kanal, sodass nur die reinsten, göttlichsten Energien zu dir kommen. Ich verbinde mich jetzt mit der geistigen Welt und öffne meinen Kanal. Ich rufe Saint-Germain. Ich bitte die Energie von Saint-Germain durch meinen Kanal zu fließen und mir die Worte zu sagen, welche jetzt für uns alle besonders wichtig sind. Saint-Germain spricht jetzt zu dir. Geliebtes Menschenkind, es ist der große Umbruch der Zeitqualität im Gange und wir die geistigen Wesen, sind bei euch Menschen. Wir beobachten euch und helfen, wo wir können. Heute spreche ich durch Nirjana zu dir und die Energien in deinem Energiefeld werden von mir ausgeglichen und neu orientiert. Wenn du damit einverstanden bist, gebe mir ein inneres Ja, damit ich für dich wirken kann. Und nun beginnt Meister Saint-Germain, in deinem Energiefeld Strukturen des Mangels zu lösen. Ich löse für dich in deinen Emotionen Strukturen des Mangels, der Angst, Strukturen des Mangels, des Zweifels. Ich löse alle Strukturen der Ängste, die du jetzt in diesem Moment in dir trägst. Die Energie fließt mit der Kraft von Saint-Germain zu dir, löst alles auf, was dich bindet an die niederen Energien des Kollektivs. Löst alles auf, was dich bindet an die kollektiven, ängstigenden Energien. Gebe dich hin, soweit du kannst, umso tiefer werden die Energien für dich wirken. Löse dich selbst jetzt auch aus dem Kollektiv. Du bist einzigartig. Du bist ein wundervoller Mensch. Die Fülle liegt in dir. Die Fülle der Liebe, die Fülle der Heilung und der Kraft. Die Fülle auf allen Ebenen, auch die materielle Fülle, liegt in dir. So werde ich nun diese Fülle verstärken mit der Energie aus den höheren Dimensionen,
um dich neu auszurichten und dir die Fülle zu integrieren. Es geschieht mit den Tönen der Wirklichkeit und es geschieht jetzt. Gebe dich hin und lasse dich fallen, währenddessen Saint-Germain für dich arbeitet. So ist es vollbracht. Saint-Germain hat für dich gewirkt. Die Strukturen, welche dich hinderten, sind entfernt. Sie wurden ersetzt mit der Energie der Fülle auf allen Ebenen. Gesegnet sei dein Licht. Schaue nun voller Vertrauen in deine Zukunft. Schaue voller Vertrauen auf deine jetzt Zeit, denn alles ist gut, alles hängt von deinen Gedanken ab. Wähle sie positiv, sei ein achtsamer Lichtarbeiter, denn dann bist du innerlich gefestigt und stark. Nichts kann dich erschüttern. Saint-Germain legt jetzt seine Hand auf deinen Kopf. Ich gebe dir meine Liebe. Und ich bedanke mich, dass ich für dich wirken durfte. So zieht sich Saint-Germain wieder zurück. Die Energie bleibt noch ein wenig hier im Raum, auch bei dir zu Hause. Ich danke der geistigen Welt, ich danke Saint-Germain für diese großartige Heilung und für die positiven Gedanken, für die neue positive Ausrichtung, die wir alle bekommen haben. Schön, dass du da warst. Schön, dass ich dir dieses Geschenk machen durfte. Oh, jetzt erst noch mal ganz tief Luft holen. Ich habe so ein Glücksgefühl in mir, so ein richtig tolles Glücksgefühl. Es ist ganz, ganz klasse, wie Saint-Germain doch immer wieder ja, so toll wirkt. Ja, schreibt mir doch unten rein in den Chat, wie es euch geht, ob ihr auch diese Neuausrichtung fühlt. Und ich glaube, also mir geht es so, am Anfang von dem Video, da hatte ich ja in den Januar geblickt. Wenn ich jetzt blicke, fühlt sich das alles viel besser an. Ich jetzt da so reinschaue. Perfekt. Das heißt, es ist alles möglich. Es liegt immer nur an dir selbst, wie du mit den Dingen umgehst, die so einfach gesagt werden. Also, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von dir. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und wir sehen uns wieder. Tschüss.